Also wie gesagt, also allgemeiner KI-Verkehr fände ich interessant, zumindest was jetzt die Hauptverkehrswege angeht, aus dem innerstädtischen Bereich, fände ich nicht verkehrt. Das müsste jetzt nicht unbedingt jetzt hier so Jazzy-Cat-Sachen sein. Wäre nice, wenn die unterstützt bitte werden links würden. Halten. Ne, wenn dann der KI-Verkehr irgendwann mal da kommen könnte, würde, wäre das nice. Weil so ist es auf in einigen Strecken dann doch recht ruhig, so wie hier jetzt zum Beispiel auf dem Balkan. Hier auf dem Server waren, wo ich beigetreten bin, 2200 Leute, glaube ich, so irgendwo in dem Dreh. Und die Aufnahmesession hier wird auf jeden Fall nicht ganz so lang wie die erste. Ne, bis zu meinem Abflug im ersten Teil, den werde ich auch so, die 18 Minuten werde ich lassen. Jetzt bei 21 Minuten. Ich denke mal, ja, eine Viertelstunde werden wir noch brauchen. Dann werde ich 4 Teile vielleicht haben hier aus dieser Ausnahmesession. Und, die werde ich dann schneiden, hochladen. Ich meine, okay, bei der ersten Aufnahmesession, da waren es 5 Teile, die ich draus hätte machen können. Nur da war die Auflösung dann halt so schlecht. Das konnte ich mit dem Rendern nicht mehr retten. Also wie gesagt, der wollte dann mit 2500 Kilobit pro Sekunde aufnehmen. Mit einer Bitrate und nee. Das hier ist mit 20, einer Bitrate von 20 Megabyte pro Sekunde. Da merkt man dann doch schon qualitativ einen riesendeutlichen Unterschied. Und da war der Ton schon wieder weg. Schade, schade, schade. Ja, ich glaube, die nächste Tankstelle sollte ich mal langsam dann anfahren. Wenn ich es dann... Rechts halten und dann rechts abbiegen. Vorhin an der Tank bin ich schon ganz locker rechts ab. Dran vorbeigeflogen. Wobei 219 Kilometer ist jetzt nicht mehr die Masse. Das sollten wir locker noch mit dem, was im Tank drin ist, noch locker schaffen. Also ich würde mich freuen, wenn ihr mal in die Kommentare reinschreibt, wie ihr euch dann 2021 vorstellt, und gerade in Bezug vielleicht auf Corona, in Bezug auf Lockerungen, was geht nicht mehr, wird 2021 besser wie 2020 oder wird 2021 wie 2020? Ich für mich persönlich habe 21 schon abgehakt, es wird für mich persönlich keinen Unterschied machen, voraussichtlich zu 2020. Weil ich einfach denke, dass die ganzen Maßnahmen, alles, werden auch bis Ende des Jahres 2021 anhalten. Und ich bin echt mal gespannt. Bei einigen habe ich es schon mitgekriegt, die haben wieder Konzerte geplant für 2021. Was ich zum jetzigen Standpunkt einfach viel zu früh halte.
Man weiß nicht, wie viele Leute sich überhaupt impfen lassen. Man weiß nicht, wie viele Leute Entschuldigung, ich musste gerade was trinken. Ja, man weiß nicht, wie das mit dem Impfstoff ist, wie viele Leute sich wirklich impfen lassen. Wirkt der Impfstoff? Inwiefern wirkt er? Werden nur Symptome unterdrückt? Ist man immun? Ist man trotz Impfung immer noch Überträger? Ja, also da gibt es noch einfach viel zu viele Fragen, die einfach offen sind. Und da verabschiedet sich mein Lenkrad schon wieder. Nein, nicht schon wieder. Ach Mann. Was ist denn heute los? Mann. Meine Güte. Ist doch nicht wahr. Also heute bei der Aufnahme habe ich irgendwie kein Glück. Menü. Ich glaube, ich muss mal die Steckverbindungen überprüfen. Ich habe mein Lenkrad, ich habe mir so eine Tischsteckdose geholt, wo eine Kabeldurchführung ist und wo auch drei USB-Ports drin sind. Und irgendwie weiß ich nicht. Entweder ist da die Steckerverbindung nicht richtig eingesteckt, dass dann der Kontakt abreißt oder irgendwas, keine Ahnung. Naja, das kontrolliere ich dann, wenn die Fahrt hier zu Ende ist. Ist auf jeden Fall ein kleines Highlight, weil unfalltechnisch passiert hier bei mir eh nicht so viel mittlerweile. Man sieht es ja auch in den Konvois und so weiter. Ein guter Fahrer geworden. Aber wenn dann das Lenkrad einfach ausgeht, dann ist man was machtlos. Motorfehlfunktion mal anders. Also wie gesagt, generell, ja, Kommentare sind immer gerne gesehen. Auch Likes und so weiter. Auch sehr, sehr gerne gesehen. Noch mehr und gerne gesehen sind natürlich neue Abonnenten, die auf dem Kanal natürlich herzlich willkommen sind. Und ja. Wie gesagt, also Asterix wird weitergeführt, der ETS wird weitergeführt, die Multiplayer, ich bin mir felsenfest sicher, dass Mayo und Nick das hier gefällt mit dem Schnee. Demnächst links abbiegen. Nice. Mit diesem Hallo? Papiere? Neu berechnen. Ja, ich würde hier gern durch. Was soll die Kacke denn jetzt? Was soll das denn jetzt hier?
Demnächst links abbiegen. Ja, würde ich gerne. Hallo? Ja, das machen wir jetzt anders. Ich habe keine Lust hier. Hey, was war's? Welche Taste war das jetzt? Gott, welche Taste war das jetzt? Jetzt will er mich aber hier ganz verarschen, oder? Jetzt will er mich hier aber ganz verarschen. Du doofes Ding hier. Du. Das mit dem Freiflugmodus ging jetzt gerade irgendwie nicht. Biege nach links ab. Ja, danke. Keine Ahnung, warum der da jetzt demnächst rechts abbiegen so gesponnen hat. Aber nehmen wir mit. Mein Gott. Das sind Sachen, die passieren. Biege nach rechts ab. Ja, klar doch. Nee, ist klar. Ja, nee, tanken tue ich jetzt nicht mehr. Also ich will die Folge jetzt nicht unnötig noch länger in die Länge ziehen. Nein, das werde ich auch noch. Oh. Okay, lass uns eine neue Route finden. Super. Ja, super. Motorfehlfunktion. Danke, Lenkrad. Danke. Wie viele Kilometer haben wir jetzt? So, bin ich noch auf dem Server? So. 91 Kilometer, okay. Biege nach rechts ab. Demnächst rechts abbiegen. Folge mit Hindernissen wäre jetzt so ein richtig guter Titel. Biege nach rechts ab. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Keine Ahnung, ob ich jetzt noch auf dem Server drauf bin oder nicht. Ist mir jetzt aber auch egal. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Wir bringen jetzt einfach die Tour noch zu Ende und dann ist auch schon wieder Schluss. Ich hoffe nur, ich komme jetzt nicht schon wieder an diesem komischen Ding da vorbei. An diesem nicht funktionierenden Zollding.
aber sieht nicht so aus, weil hier auf der Straße waren wir noch nicht. Zumindest als unbekannt angezeigt. Oh, lassen wir uns überraschen. Kilometer sind jetzt nicht unbedingt die Riesenentfernung. Bitte links halten. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Ja, machen wir glatt. Bitte links halten. Das machen wir glatt. Wie gesagt, ich habe jetzt keine Ahnung. Bitte links halten. Server drauf bin oder was oder wie, ist mir aber auch jetzt ehrlich gesagt egal. So kurz vor Ende will ich jetzt nicht noch irgendwie einen Schnitt machen. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Ich will jetzt hier nicht nochmal extra einen letzten Cut machen. Oder nimm die Ausfahrt rechts. Biege nach links ab. Auf jeden Fall keiner in der Nähe. Kann also sein, dass wir nicht mehr auf dem Server drauf sind. Weil wir länger als 15 Sekunden gebraucht haben. Aber das ändert jetzt einfach nichts an der Tatsache, dass die Folge gleich zu Ende ist. Immer geradeaus. Hier ist keiner, also können wir durchheizen. Biege nach rechts ab. Wenn jetzt mehr los wäre, würde ich natürlich anders fahren, aber ich würde natürlich an die Verkehrsregeln halten. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Da gehen wir gleich was essen. Da ist eine Currywurstbude. Endlich, wir sind da. Wie endlich? Was soll das denn heißen? Hallo? Mal gucken, ob das jetzt wenigstens hier funktioniert. Nee. Wir nehmen nur die 15 EPs mit. Dann ist nämlich gleich auch schon wieder genug für heute. Dann machen wir 3 Folgen da draus. Und dann ist gut. Tolerabel, ja klar. Logisch. Zu viel Schaden. Immer noch Plus gemacht. Oh, sogar noch einen Levelaufstieg erfahren. Oh, auch nicht schlecht. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und freue mich, wenn ihr dem Kanal weiterhin auch so treu folgt und treu bleibt. Likes, Kommentare, Abos, immer gerne gesehen, das wisst ihr. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.